ein neues Baldur's Gate Spiel von Beamdog, ein möglicherweise neues Age of Empires von Microsoft und Hellblade kommt auch für den PC. Hossa Internet. Ich bin André Peschke und das sind die News. Ich meine natürlich, ich bin natürlich nicht André Peschke und das sind die News. Das ist ja Blödsinn. Beamdog, die Macher der Baldur's Gate HD Remakes, arbeiten an einem neuen Baldur's Gate Spiel unter dem Arbeitstitel Adventure Y. Das soll kein Baldur's Gate 3 werden, sondern so eine Art Pre-Sequel, also ein Rollenspiel, das zwischen den Ereignissen von Baldur's Gate 1 und 2 spielt. Das Ganze basiert aber wie die Vorgänger wieder auf der Infinity Engine und einen ersten Eindruck davon kann man sich schon von diesen geleakten Screenshots, die hier jemand mit dem Handy im offiziellen Forum gepostet hat, machen. Adventure Y soll schon im Frühling dieses Jahres offiziell angekündigt werden. Das ist laut Blog aber nicht das einzige Projekt, an dem Beamdog gerade arbeitet. Außerdem entsteht da nämlich noch das Spiel Project Bear Trap. Und man hat auch die Absicht geäußert, in Zukunft mal ein richtiges Baldur's Gate 3 machen zu wollen, dann basierend auf der 5. Ausgabe des D&D-Regelwerks. I tried to save you from your destiny. I tried to turn you into a force for good. And what have you done? Hellblade, das neue Spiel von Ninja Theory, kommt auch für den PC. Das haben die Macher von DMC, Enslaved und Heavenly Sword im Interview mit der Website PC Gamer erklärt. Sie haben auch fromme Absichten für diese PC-Version, die soll nämlich 4K-Auflösung und Mod-Support bieten. Aber was ist Hellblade überhaupt, fragt ihr jetzt. Es ist ein Third-Person-Action-Spiel, das neben dem PC auch für die PlayStation 4 erscheinen wird. Und obwohl man darin eine rothaarige Kämpferin mit Superschwert spielt, die sich in Third-Person-Perspektive durch Gegnerhorden hackt, hat das Ganze nichts, ich wiederhole, nichts mit Heavenly Sword zu tun. Arbeitet Microsoft an einem neuen Age of Empires Spiel? Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man eine aktuelle Stellenanzeige des Softwareunternehmens durchliest. Da heißt es nämlich hier in dieser Ausschreibung für einen Senior Software Engineer, dass man einer neuen Generation von Spielern eine geliebte Strategiemarke näher bringen will. Und was fällt einem natürlich sofort ein, wenn man an geliebte Strategiemarke von Microsoft denkt? Na klar, Age of Empires. Die hat in den letzten Jahren etwas gelitten, ist als Age of Empires Online als Free-to-Play-Ableger veröffentlicht worden. Der kam aber nicht so gut bei den Fans an, so schlecht sogar, dass es den Entwickler Gas Powered Games in den Ruin getrieben hat. Könnte aber auch sein, dass es eine andere Strategiemarke von Microsoft ist, die nochmal neu aufgelegt wird. Zum Beispiel das bisher konsolenexklusive Halo Wars. Das war's für diese Woche mit meiner uneingeschränkten Schreckensherrschaft. Ich wünsche euch bis nächste Woche alles Gute, meine geliebten Gurken.